begrüßen Sie jetzt mit uns, mit einem ganz lauten Applaus, die Münchner Moriskentänzer. Moriskentänzer, aus Holz geschnitzt im Jahre 1480. Und zwar von dem Holzbildhauer der damaligen Zeit, von Erasmus Grasser. Heute, über 500 Jahre später, stehen die hölzernen Originale von Erasmus Grasser im Münchner Stadtmuseum. Angefertigt hatte er sie damals für den Tanzsaal des alten Münchner Rathauses. Und die lebendigen Originale, die Morisken aus Fleisch und Blut, die sehen Sie heute live. Ihr Tanz, die Morisca, war ursprünglich ein maurischer Tanz mit vielen Kapriolen und seltsamen Luftsprüngen. Diese Tanzart kam im 15. Jahrhundert aus Nordafrika über Spanien und Frankreich auch bis hierher zu uns nach Deutschland. Und der Moriskentanz gehörte damals zu den beliebtesten Volksbelustigungen. Er wurde getanzt entweder zum Ergötzen der Zuschauer oder aber als Werbetanz um eine schöne Maid. Sieger des Werbetanzes war jeweils derjenige Tänzer, der seine Rolle am überzeugendsten spielte, sei es gespreizt, tölpelhaft, komisch oder auch elegant. Und es war hier in München, dass der historische Moriskentanz nach über 500 Jahren wieder rekonstruiert und zu neuem Leben erweckt wurde. Und zwar an der Sportfakultät der Technischen Universität München. Und zwar von Frau Dr. Gertrude Krompholz. Sie gründete schon vor über 40 Jahren die Tanzgruppe der Münchner Moriskentänzer. Heute wird die Gruppe geleitet von Herrn Karl Eberhardt. Die Tänzer, die Sie sehen, sind Studenten und ehemalige Studenten der verschiedenen Münchner Hochschulen. Und sie wurden ausgewählt, auch nach ihrer Ähnlichkeit mit den hölzernen Originalen von Erasmus Grasser. Thank you.
In den vergangenen Jahren haben unsere Tänzer auch die Nachwuchspflege nicht vernachlässigt. Und als ob es geplant gewesen wäre, haben sie fast ausschließlich männlichen Nachwuchs gezeugt. Und so entstanden sie, die Münchner Kindermoriskentänzer. Natürlich tragen auch unsere Kleinen genau die Kostüme, die denen der hölzernen Originale von Erasmus Grasser entsprechen. Und sie freuen sich sehr, Ihnen heute ihr akrobatisches Können zu zeigen. Hier sind sie, die Münchner Kindermoriskentänzer! Thank you.
Die Münchner Moriskentänzer sind mit der Stadt München schon seit nunmehr 35 Jahren eng verbunden. Es war im Jahre 1983, dass die Münchner Moriskentänzer zum ersten Mal hier beim Münchner Stadtgründungsfest aufgetreten sind. Und in den vergangenen 19 Jahren waren sie sogar jedes Jahr mit dabei beim Münchner Stadtgeburtstag. Wir wollen dieses 35-jährige Jubiläum nutzen und uns für die stets gute und enge Zusammenarbeit bedanken. Wir möchten daher heute unseren Oberbürgermeister, Herrn Dieter Reiter, zu unserem neuen Ehrenmorisken ernennen. Herr Oberbürgermeister, darf ich Sie zu uns bitten? Herzlich willkommen. Wir werden Sie ernennen zum Orientalen, das heißt, diesen Hut werden Sie aufbekommen. Unsere schöne Maid übernimmt das. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, wir ernennen Sie hiermit feierlich zum neuen Ehrenmorisken im Kostüm des Orientalen. Bravo! Wir danken hiermit für die gute und enge Zusammenarbeit in den letzten 35 Jahren. Vielen Dank. Dankeschön. Ich habe gesagt, ich nehme das gerne an, es ist mir eine Ehre. Aber eins ist klar, es gibt einen weiteren hölzernen Originalmorisken, das bin ich. Also insoweit, mit Tanzen hat das nichts. Und auch wenn das den Beamten gemeinhin nachgesagt wird, ich komme ja nicht so lange ruhig stehen wie ihr. Also insoweit, herzlichen Dank und ein toller Auftritt, insbesondere auch der jüngeren Generation. Herzlichen Dank und den Hut werde ich jetzt jeden Tag tragen. Vielen herzlichen Dank. Hochverehrtes Publikum, Ihnen darf ich zum Abschluss alle 10 Moriskenfiguren noch einmal einzeln vorstellen. Es war Erasmus Grasser, der sie geschnitzt hat, und es waren die Münchner, die ihnen die Namen gegeben haben, anhand des Kostüms, wie sie geschnitzt wurden. Da haben wir, hier ist er, der Zauberer in klein und groß. Musik bitte! So dann, das sogenannte Schneiderlein. Schauen Sie genau hin. Diese Figur ist so geschnitzt, dass sie sogar auf einem Bein stehen kann. Wir den Zattelrock, benannt natürlich nach den Zatteln an seinem Rock. Dann haben wir in klein und groß den sogenannten Propheten. Die Figur des Bauern in klein und groß, und sie werden begleitet vom Burgunder. So, dann haben wir den Orientalen in groß und klein, den kennen Sie nun schon. Und mit dabei haben wir den sogenannten Damenhut. Schließlich, ganz unverkennbar, der Mohr, oft auch der Rußgeschwärzte. Und sehen Sie genau hin, hier haben wir Vater und Sohn. Natürlich wollen wir auch den Sieger des heutigen Tages nicht vergessen. Die Maid hat ihn auserwählt. Hier haben wir den schönen Jüngling. Und schließlich, was wären wir ohne sie? Die schöne Maid in groß und klein.
ihren